besonderen Geschichte. Die Plantage wurde gegründet, ungefähr circa dann immer in Brand gesteckt. Und dieses Haus, obwohl es ja keinen Besitzer hatte, hat niemand angezündet. Man hat Angst gehabt, dass der Geist von einem Fall ist oder so bis zur nächsten Busstation. Aber selbstverständlich ist es wirtschaftlich damit kein so großer Faktor, als es eigentlich sein könnte. Volle Länge der Insel ging Montego Bay wieder raus. Es blieb also wirklich niemand verschont. Es war nicht eine Ecke, wo man sagt, also da ist noch in Ordnung. Und vor dem Turnier, das wir morgen besuchen werden, also Portland hat nicht so viele Korallenriffe. Portland wurde am Sonntag evakuiert, die ganze Gegend. Denn die Überflutungen dort sind sehr stark. Das hat für die neuen Verletzten, aber fast die ganzen Krankenhausanlagen in Kingston waren sehr stark beschädigt. Erdbeben kommen natürlich plötzlich, meistens bricht Feuer aus durch Kurzschluss und die Stadt ist fast vollständig abgebrannt gewesen damals. Und die Todesopfer, sagt man, waren zwischen 70 bis 100.000 Menschen. Und natürlich bei Erdbeben gibt es keine Warnung. Einfach Glück haben, dass sie gerade in einer Stelle sind, da, wo es einigermaßen sicher ist. Denn die passieren. Das waren die allergrößten Erdbeben, aber die waren sehr, sehr stark. Also es waren wirklich Erdbeben von größerem Ausmaß. Das in Portland, also Port Antonio, ab und zu ist auch mal in Ocho Rios, das wechselt. Das tun dann. Orangen gibt es das ganze Jahr. Ne? Der eine Baum blüht noch, der andere hat schon Früchte. Und auf der rechten Seite ist Zuckerrohr, aber das haben Sie in Kuba sicher auch gesehen. Ne? Zuckerrohr, nein, ich meine, wenn Sie ein Telefon haben oder von Hotels aus oder unterwegs mal ist schwierig. Es gibt es nur mit dem Kartensystem, dann gehört es ja hier auch nicht zur Post. Also Sie bräuchten eine Wohnkarte, Ausgangsgespräche können Sie nur machen mit. Unser Ziel sind die Dunn River Falls, eine der meistbesuchten Touristenattraktionen Jamaikas. Wasserfälle, die eine Sprunghöhe von 185 Meter haben. Der Dunn River stürzt in zahlreichen Kalks-Interterrassen und mündet an einem schönen Badestrand ins Meer. Die Kaskaden sind begehbar und die dazugehörigen Wasserfallteiche laden zum erfrischenden Bad ein. Jeden Donnerstagnachmittag findet hier eine Dunn River Feast genannte Freiluftparty statt. Hinaufklettern sollte man nur mit einem ortskundigen Führer, im Badeanzug, trotz gelegentlicher Duschen, ein Kinderspiel und sehr erfrischend. Überzogen und fast überall blühen Bougainvillen, Hibisken, etwas vereinzelt auch Flammenbäume, Weihnachtssterne und Orchideen.
Jamaika ist mit einem grünen Teppich. She wouldn't go and pay at all. She just woke what he wants and fell in a pickup patch. Sie ist 135 Kilometer lang und bis zu 82 Kilometer breit. Sie wird von gut 2,5 Millionen Menschen bewohnt. Ein buntes Völkergemisch aus Afrikanern, Europäern, Arabern, Chinesen und Indern, die gemeinsam unter dem Motto zusammenleben. Sollten Sie den Beruf wechseln, ne? Das ist sein Job und dafür steht er da und der macht ein Gesicht und alles passt ihm nicht. Dann soll er halt daheim bleiben, finde ich. Ja? Also Sie sind alle einverstanden mit einem Einkaufsstopp nach dem Essen, ja? Okay, dann zusammen auch. Hier noch ein bisschen die Autowaschanlage, ne? Jetzt haben wir das Wasser verpasst. Hat immer fließendes Wasser, das ist uns nicht so garantiert hier. Wasser wird zwar genügen, aber die Pumpen, wissen Sie? Also, dann freuen wir uns jetzt miteinander aufs Mittagessen. Wer ist am allerhungrigsten? Ja. Ich? Nee? Nee, als Kind. Durst auch. Und Durst ist schlimmer als Heimweh, gell? Es hat sich nicht... Thank you.
Nein, das, ja, der, nee, der, ja, der Opa verdient der Fahrzeug, aber wenn er die Steuern abzieht, dann ist es so, ne? Das arbeiten, nur die gehen natürlich immer mehr kaputt, denn der ewige Sommer kostet auch seinen Preis, hier hat man überall Termiten.